Ich habe hier eine Parabel und eine Gerade. Also die Parabel ist irgendwie nach unten geöffnet und die Parabel läuft vorbei. Und ich suche eine Tangente h von x, die soll parallel sein zu g, aber eben durch dieses f hier so durchgehen. Die Tangente ist gesucht. Also ich suche ein h Doppelpunkt y gleich mx plus t. Parallel. Jetzt, was man bei so Aufgaben, wenn man nicht weiß, wie es geht, immer macht, ist einfach mal ableiten. F' von x gleich minus 4x plus 12. So, jetzt weiß ich, die sollen parallel sein. Das heißt, die haben dann die gleiche Steigung. Aber verschiedene t's. Also das t und der 6er, die dürfen verschieden sein, aber minus 4 und m müssen gleich sein. Also ich weiß schon mal, h schaut so aus, y ist minus 4 mal x plus t. Und jetzt weiß ich, bei einer Tangente gilt ja immer f' von x gleich m. Ja, also die Steigung muss m sein. Und in dem Fall gilt also f' von x gleich minus 4. Und damit bekomme ich raus, bei welchem x ist es denn? Also weil ich weiß ja nicht, ja, wo ist diese Tangente, liegt die so oder so. Und das kriege ich jetzt raus. Also ausrechnen, minus 4x plus 12 gleich minus 4 nach x auflösen, machen wir plus 16 gleich 4x, x gleich 4 passt. X gleich 4, dort ist der Punkt. Also dort schneidet sich's. Und dann den setze ich jetzt ein, also diesen Punkt 4 in, also ich möchte jetzt wissen, so, wenn hier 4 ist, also bei 4, was den y-Wert kennen und das muss ich ganz oben einsetzen in die Funktion f. Also ausrechnen, f von 4 gleich, was kommt raus? 6 kommt raus. Ja, das heißt, die Tangente schneidet bei 4, 6, x, y. Da läuft die Tangente durch. Also ich habe diese Tangente, die muss durch diesen Punkt gehen. Und mir fehlt noch mein t. Und das kriege ich raus, indem ich einen Punkt einsetze. Also diesen Punkt xy einfach einsetzen. So geht's. Y war 6 gleich minus 4 mal 4 plus t. Ja, also das ist hier, dieser Vierer ist das x und dieser Sechser ist das y und von da oben und so weiter. Und jetzt muss ich mein t nur noch ausrechnen, 6 gleich minus 16 plus t und plus 16, dann habe ich 22, t gleich 22. Die Funktion lautet y gleich minus 4x plus 22. Das ist die Tangente und die läuft durch den Graphen durch. Sie läuft durch diesen Punkt durch und sie ist parallel zu dieser Gerade g. Nebenbei wollten die noch eine Kurvendiskussion, also diese Parabel diskutieren. Das heißt, ich suche das Extremum. Ich weiß, die ist nach unten geöffnet. Ich suche das Maximum, globales Maximum. Ich habe ja hier schon die Ableitung, die setze ich 0. Also immer f' von x gleich 0. Wenn Sie bei der Prüfung nicht wissen, was zu tun ist, ableiten, 0 setzen, ist meistens richtig. So ist 0, dann habe ich hier 12 gleich 4x, ich bekomme 3 gleich x und dort ist Maximum da nach, ich mache es kurz, unten geöffnet. Man könnte die zweite Ableitung ausrechnen und so weiter. Wenn man es irgendwie begründet, ist okay. Den Punkt kann man wieder in Groß F einsetzen. F von 3 ist gleich, was haben wir da? 8. Das heißt also, wenn wir es genau wissen, bei 3, 8 haben wir ein Maximum. Und eine eher enge Parabel und nach unten geöffnete Parabel. Und das war die Funktion, die Tangente.